Nick D'Aloisio hat noch keinen Führerschein, aber jetzt könnte er sich ein Auto leisten und einen Chauffeur von seinem eigenen Geld. Mit 17 Jahren ist der Londoner einer der jüngsten Multimillionäre der Welt. Gerade hat Nick seine Firma an den Internetkonzern Yahoo verkauft. Sumly, eine Anwendung für Smartphones, die Website-Inhalte automatisch einkürzt. Mit 9 oder 10 bekam ich mein erstes MacBook. Für mich war das nie ein Freizeitspaß. Ich wollte irgendwie immer kreative Sachen machen. Erst macht er sich an Videos, dann ans Programmieren. Mit 12 bringt Nick seine erste App heraus. Mit 15 hat er beim Büffeln für einen Geschichtstest die große Idee. Eine Software, die lange Texte so kürzt, dass sie auf ein Handy-Display passen. Wenn ich das wegen des Geldes gemacht hätte, wäre es sicher ganz anders ausgegangen. Es hätte wohl nicht funktioniert, denn das wäre die falsche Einstellung. Es hat 5 Jahre gedauert, hierher zu kommen. Das ist schon eine lange Zeit. Die Technologie lockt Investoren aus der ganzen Welt, vom Milliardär Li Ka-shing in China bis zu Hollywood-Star Ashton Kutcher und Yoko Ono. Den Zuschlag hat sich nun Yahoo gesichert, für geschätzte mehr als 20 Millionen Euro. Auch Nick D'Aloisio heuert nun bei dem Internetkonzern an. Er soll helfen, Sumly in neue Mobilprodukte einzubinden. Abi und Studium will er nebenbei schaffen. Oxford wäre eine tolle Uni. Dorthin zu gehen wäre ein Privileg. Es wäre sicher eine tolle Ergänzung zum computerwissenschaftlichen Background und ein großer Spaß, Philosophie zu studieren. Dafür habe ich mich schon immer interessiert. Erst einmal hat der Teenager aber dieselben Sorgen wie viele andere. Ich muss im Haushalt helfen und kriege Ärger, wenn mein Zimmer nicht aufgeräumt ist.